Da nehme ich noch eins hin. Oder hier so hin. Ja, ja. Zwar das so ein bisschen sehr seltsam aus, aber. Ach schon. Da ist schon einer. So. Ja, Luna. Süß. Nee. Ja, welche denn? Wie geht es dir? Ich sag einfach mal, es muss, ne? Es muss. Wirklich gut geht's einem nicht. Selbstverständlich. Aber man kommt klar. Aber danke der Nachfrage. Außerdem habe ich auch so liebe Unterstützung, ne? Seid ihr auch alle für mich da? Also eigentlich. Ja, kann mich zumindest gerade nicht beklagen. Es kommen auch wieder bessere Tage. Und dazu dann auch noch immer noch mal eine Erkältung. Wobei die auch schon fast weg ist endlich. Dank ein bisschen Hustensaft. Welches ich noch gefunden habe. Wie sieht's aus? Das ist niemals mit viel Liebe in Form von Herzchen und Werbung. Ja, Herzchen. Herzchen sind toll. Kontinent Afrika. Ja, das ist süß. Mal alle Herzchen im Mod loswerden. Juhu! So nicht, wie das hier alles wird, ne? Am besten will ich nicht. Ich behaupte immer noch recht salzig an meinem Armleck. Oh. Salzig ist auch gut. Salzig muss man auch mal sein. Australisch. Jo.
Nein. Einfach nur nein. Bin ich gerade blöd und finde hier das auch schon recht? So Nina den Nordafrikanischen? Ja. Geh in die Wanne. Wenn man sollte die Salzkörner zählen und nicht dich damit einreiben. Schön in Salz baden. So. Ich will das zumindest einmal. Okay, so. Jetzt das mal überlegen. Nee, heute Abend gibt's Lotro. Mit 2000% Wahrscheinlichkeit. Den Zaun werde ich so nicht lassen. Definitiv nicht. War nur eine Vermutung. Nee. So, bei den Flamingos konnte man reingehen, ne? Ja. Mm-hmm.
So. Nein. Nein. Okay. Nein. Okay, so geht's auch. Nicht schön, aber selten. So, und dann einmal hier hinten. Und jetzt setzen wir die süßen kleinen Tierchen da rein. Ja, wo sind sie? Hier sind sie. Ich sollte vielleicht auch noch ein Mitarbeiter-Dings da reinsetzen, ne? Wäre vielleicht ganz gut. Jetzt. So. Perfekt. Was ich aber vergessen habe, hier ranzumachen. Einmal. Hallo. Hallo. Na? Wie sind kleine Viecher so? Reicht durch der Platz? Mal mehr Erde. So.
Quatsch. So. Oh, Flamingos. Oder Flamingo. Ich stehe ausnahmsweise hier einfach nur so ein Ding rein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich war sehr groß. Zwei Punkte, wo ich nicht stehen könnt. Oh mein Gott. Ja, sie haben eine Höhle. Okay. Dann muss ich einmal ganz kurz. Das sieht ja aus sonst. Okay. Tiere sind gestresst. Guck mal, wo war das nochmal? Hilda, ne? Nee. Ja, nee. Ich suche was, was ich nicht finde. Schon gefunden. Aber wahrscheinlich muss ich das Gehege sowieso größer machen. Befürchte ich. Na? Mal gucken. Nee, es geht. Noch geht's. Hab ich nach diesen kleinen Schildern gesucht. Und wie gesagt, ich glaube, ich muss es sowieso größer machen. Lass dann einfach da hier hinten noch ein bisschen frei. So. Was braucht ihr denn? Oh
Europa, Asien, aquatisch, Tropen, Graslandschaft und gemäßigt. So. Mistige Iglu. Willst du ein Iglu bauen? Dann mach es so. Bruno, ein Kalächen. Ich hoffe, es geht dir gut. Weil ich tatsächlich sagen muss, so lange machen wir gar nicht mehr. Zumindest. Bis heute Abend dann natürlich. Heute Abend geht's dann wieder weiter. Ach, Mist. Du, einiges verpasst. Etwas, ja, etwas. Aber kannst du ja, wenn du magst, und das VOD angucken. Wie gesagt, aber da ich auch bald mit dem Hund raus muss, mache ich jetzt nicht mehr ganz so lange. Ein bisschen jetzt natürlich noch, aber jetzt auch nicht mehr so mega lange. Nee, sonst macht mein Hund rein. Und das will ich nicht. Ich muss es wegmachen. So. Aber ich hoffe, Fahrschule war soweit in Ordnung. Hat das ja Theorie, wenn ich das vorhin richtig gelesen habe. Ich hoffe, es war nicht ganz so ätzend. Du hast die Erdmännchen verpasst. Ja, stimmt. Ich kann die Erdmännchen gleich nochmal zeigen. Erstmal mache ich hier natürlich den Weg fertig. So. Ich finde es erstmal auf einer Seite nur ist. Sehr schön. Jetzt muss ich ja nur noch auf der Seite machen.
Ich hole mir das auch. Ist ein echt sehr, sehr schönes Spiel. Mit sehr, sehr viel tollen Tieren. Zum Beispiel hier haben wir unser allererstes Tierchen. Unsere Erdmännchen. Iglo gepostet. Schau ich mir direkt gleich mal an. Oh, der buddelt. Ich weiß gar nicht, auf wem sind wir hier gerade drauf. Ach, immer noch. Jedes Mal erwische ich als erstes Yuma. Yuma-Formel. Oh Gott, ja, die sind so süß. Der ist Luna. Der ist Luna. Das ist nicht Luna. Das ist Babusi. Das hier? Bist du? Ja, Mappa. Sternebewertung. Ja, ich. So, und dann haben wir jetzt natürlich noch unsere neuesten Tiere. Die Flamingos. Ich bin so süß. Ja, das stimmt. Die Flamingos. Die hier einfach mal durch das Ding durchschwimmen. Aber da muss ich, oder will ich das Gehege wahrscheinlich noch größer machen. Das wird dann noch mal ein bisschen, wahrscheinlich bis hierhin. Mal gucken. Wenn Füchse kommen, denk an mich bitte. Das mache ich. Das mache ich. Wie gesagt, die könnten wir auch gern, wenn ich es vergessen sollte, könnt ihr mir auch gern immer wieder reinschreiben. Dass ich die Tiere umbenennen soll. Würde gerne jederzeit tun. Dödelvögel. Füchse habe ich. Ja, ich noch nicht. So weit sind wir noch nicht. Bin ja froh, dass unser Zoo überhaupt steht. So. Machen wir hier vorne die Oase noch mal ein bisschen. So gleich mein Lotro-Problem lösen, wir zocken. Ja, ich hoffe, dass es klappt. Ich werde mich gleich mal daran machen, mein Mittagessen zu machen. Und mit dem Hund unbedingt, wie gesagt, raus. Geht hier bestimmt noch mit rein, ne? Ich habe vergessen, den hier... Oder? Nee. Nee, hatte ich nicht. Oh, nur vergessen. Phasmo. Ja, für Phasmo brauchen wir, Kaius. Kaius. Stimmt, ich wollte jetzt noch einen zweiten Tierpfleger. Einen weiteren Zoopfleger. Einen weiteren Tierarzt. So, hier für hinten brauche ich aber erstmal noch. Mal erstmal hier hinten hin. Das kommt beim nächsten Mal dann noch weg. Damit da das Wasser nicht schlecht wird. So.
und jetzt hier nochmal ein bisschen mehr mit Gräsern zu betonieren. Nicht unbedingt mit Adler fahren. Papyrus. Wäre schon ganz schön. Im Namen der alten Gedächtnisschüre Kaya für Fasmu. Ich glaube, so wird das trotzdem nichts. Liebe der Spur, süß Kram. Nee, ich glaube nicht mehr, das würde helfen. Nicht mal das. Ich glaube, da ist Hopfen und Malz verloren. Aber Schokobons sind weiß. Die habe ich noch nie gegessen, ne? Ich kenne immer nur die. Also diese standardbraunen Dinger. Die kenne ich. Ich finde, das Ding hier vorne sieht schön aus. Ich weiß nicht, wie es zu euch ergeht, aber ich bin nur... Ja, ich bin nicht... Also ich esse nicht mehr so viel Süßkram. Ganz, ganz selten nur noch. Also ich glaube, ich bin erstmal zu... Frieden, aber ich mache hier den Weg noch auf der Seite. Den mache ich noch einmal. Perfekt. Ich komme vom Bau, ich helfe dir. Ja, wäre in manchen Situationen vielleicht gar nicht mal so schlecht. So. Aber ich habe jetzt echt Hunger. Und Bauzi muss raus. Ich werde jetzt einmal speichern. Beenden wir das einmal. Und heute Abend 19 Uhr bin ich wieder da. Da gibt es so Lotro. Das ist mal einer, die Adresse für Kaya unschuldig Kabelbinde in den Rücken schiebt.